Puh, also es ist jetzt Donnerstagabend und ich habe erstmal nur die Dinge jetzt in den Bus geladen, die von privaten Leuten gespendet wurden. Morgen kommen nochmal für, keine Ahnung, ich glaube 10.000 oder 12.000 Euro Medikamente dazu und die fliegen wir dann ja an die polnisch-ukrainische Grenze. Das ist jetzt, wie gesagt, das, was im Bus ist und die Spendenbereitschaft ist echt super. Ich bin da total froh und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie es morgen wird und sehr aufgeregt und freue mich, runter in die Ukraine zu fliegen. Gut geschlafen und ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Erst kurz in die Praxis und dann geht es mit diesem ganzen Gerempel hier zum Flughafen, wo nochmal doppelt und dreifach so viel dazu kommt und ich hoffe, wir kriegen das alles ins Auto rein. Jetzt schauen wir mal, bin spät dran, geht jetzt los in meine Praxis und dann ja, glaube ich, dass das ein erfolgreicher Tag wird. Ich nehme euch mit und ich lasse euch dran teilhaben an dem, was wir heute so machen und freue mich, ich freue mich, dass wir den Menschen was Schönes bringen können. Oder was Hilfreiches. Was ist also der Plan? Warum machen wir das eigentlich alles? Und was machen wir? Ja, wir haben uns ja gefragt, wie kann man in der Ukraine helfen, ohne jetzt wieder mit so einem massig großen Transporter runterzufahren, der ja viel organisatorische Vorbereitung und so weiter und so fort kostet. Und wir haben ja alle nicht so wirklich unendlich viel Zeit. Deswegen hab ich mir gedacht, okay, was kann ich jetzt als Arzt machen? Und das ist Medikamente liefern. Wir brauchen ja da unten Medikamente. Und um das umzusetzen, weil wir jetzt nicht die Zeit haben, runterzufahren, die Medikamente abzugeben, ein- oder zweimal zu schlafen und wieder zurückzufahren, fliegen wir eben mit dem Flugzeug, mit meinem Freund Robert und seinem Kumpel. Und der Robert ist ein ehemaliger Kampfpilot, der schon gegen den IS gekämpft hat. Wenn ich mich also mit jemandem sicher fühle, dann mit Robert in der Piper, mit der wir heute da runterfliegen. So, der Arbeitstag ist um. War ein kurzer Tag, war ja Freitag und jetzt geht's los zum Flughafen. Und ich habe vorhin mit dem Piloten telefoniert, die sind schon über Deutschland. Jetzt sind wir gleich am Flughafen und ich bin gespannt, ob unsere Piloten schon da sind. Sieht das vielleicht? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, unten hat mal ein Propeller. Du wirst rückwärts fliegen müssen. Wie fest ist denn dein Magen? Wieso wäre ich rückwärts? Aber das merkt man nicht. Das merkst du eigentlich. Aber rückwärts kann ich vorwärts fliegen. Rückwärts kannst du vorwärts fliegen, ja. So, wie viel kommt noch jetzt? Ich, da sitze ich. Das. Ach, ich mach das Fenster auf, wenn ich kotzen muss. So, jetzt haben wir es endlich geschafft nach fast 2 Stunden Verspätung, weil wir nicht in den Flugraum reingekommen sind. Sitze ich jetzt hier mit den beiden Piloten in der vollgepackten Piper. Und so sieht es aus. Und es geht los. So, angekommen sind wir in Krosno. Ja.
thank you very much for your medication. They will go at once to our clinic in our town. We have now many soldiers wounded at the war. With some kind of medicine, we have problem. Thank you. We count on you. But can I ask you one? Yes. Perhaps you would be able to help us. I don't know if you would be able. We have one boy. He is 24 years old. He is a refugee from Donetsk region. He was raised up in orphan house. He has no parents, and he was born without the foot. Mm-hmm. Can you help him and help with prosthesis, prothese? It is his biggest dream to have a prosthesis because he used crutches. Thank you, Germany, for support of Ukraine and for help for Ukraine. All the best. And wish you all the best. Leute, jetzt haben wir also die Medikamente abgegeben. Ihr habt es gehört, es wird eine ganze Menge gebraucht. Unter anderem ein Fuß für einen ukrainischen Jungen. Mal gucken, ob wir da noch einige Spenden zusammenbekommen. Und ich habe gerade mit unserem Piloten gesprochen. Wir wollen auf jeden Fall nochmal fliegen. Das ist unser Pilot, also nicht der Robert, sondern ja, der Hauptpilot. Der Lutz ist das. Das ist der Halter vom Flieger. Ich fliege viel durch Europa, natürlich in diese Region zu diesen Zeiten. Das ist schon sportlich. Ich mache das natürlich gern. Wir machen das auch nur für die Unkosten. Und ja, gerne machen wir das mal wieder. Und wenn sich Leute finden, die dort spenden, die das persönlich übergeben, ist das natürlich selbstverständlich, dass man dort seinen Teil dazu tut, indem man zum Beispiel herfliegt. Ja, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Jeder soll halt machen, was er machen kann. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der Rückflug wird. Der wird nämlich, glaube ich, ganz entspannt. War ein harter Tag. Wir haben gerade eben noch erfahren, dass uns der Flughafen Herzogenaurach die Landegebühren geschenkt hat. Dafür nochmal ein recht herzliches Dankeschön. Und ich glaube, wir haben gelernt, dass wir noch viel zu tun haben. Wir werden wahrscheinlich nochmal rüberfliegen, das haben wir schon ausgemacht. Und wenn es nur ist, um diesem kleinen Jungen da seinen Fuß wiederzugeben. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mitspendet. Schaut mal auf Doc Falk auf Instagram. Da seht ihr die Kontonummer, auf die ihr spenden könnt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und es werden hier in Zukunft mehr solche Videos kommen. Persönlichere Videos, Vlogging-Videos. Wir haben ja gesagt, der Kanal wird umgestaltet. Und mit diesem ersten umgestalteten Video gebe ich in diesen schönen Frühlingsabend.